So, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's bestens. Ich bin nach wie vor hochmotiviert, war auf dem Abi, hab mir eine schöne, heiße Tasse Bronchialtee gemacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren da oben bei Luther & Lenz in der Bude. Wir waren da drüben beim Tralala, weiß nicht mehr wie er heißt. iWorld auf jeden Fall. Und das war, hier können wir noch rein. Hier ist nämlich der Muraji. Los geht's. Was ist hier los? Wer war das? Helfen Sie mir, Sir. Bitte helfen Sie mir. Sie wird jeden Augenblick hochgehen. Was? Oh, müssen wir laufen rein. Sie! Jetzt. Laufen Sie! Raus! Boah. Alten Vater. War mal nicht schlecht. Was sagt er? Halten Sie durch. Gleich kommt ein Rettungswagen. Sie müssen die Zwillinge warnen. Da oben. Die Treppe rauf. Die Zwillinge? Haben Sie das getan? Nein. Ein großer Mann mit Dreadlocks. Der Bombenleger. Und ein zweiter. Mit Bart. Durchdringende Augen. Was wollten Sie? DNA-Information. Gott verzeih mir, ich habe Ihnen von den Zwillingen erzählt. Nicht schießen. McCoy, Rap Detect, BR61661. Wissen Sie, was hier los war? Hier ist ein Toter, Opfer einer Explosion. Sein Name ist, Var Moraji. Er konnte mir noch eine Beschreibung der beiden Täter geben, kurz bevor er über den Jordan ging. Ja? Waren es Hautjobs oder waren Sie nur an der richtigen Stelle zur falschen Zeit? Ich bin Ihnen dicht auf den Fersen, Officer. Ich bin so nah dran, aber ich habe nicht viel Zeit. Macht es Ihnen was aus, Hier aufzuräumen? Tun Sie mir nur einen Gefallen. Machen Sie diese Reps fertig, okay? Es wird höchste Zeit, dass jemand diese Illegalen von der Straße wegfegt. Ich danke Ihnen. Hier ist 32, Sektor 3. Melde einen Mord. Möglicherweise ein Terrorakt. Jo, hat es doch nicht geschafft, der gute Moraji. Okay. Also, dass das jetzt beim ersten Mal bei mir hier funzt, dass ich hier lebend rauskomme, das wundert mich eigentlich. Ich habe nämlich schon, wie oft beim Spielen vorher, bin ich immer wieder draufgegangen, weil ich es nämlich nicht geschafft habe, rechtzeitig da rauszukommen aus dem Laden. Ich würde mal sagen, wir gucken uns trotzdem mal um da drin. Ich meine, das kenne ich noch, aber macht überhaupt nichts. Der Typ, der die Bombe gelegt hatte, war äußerst schlampig vorgegangen. Er hatte zwar die Sprengladung klein genug gehalten, um die Mauer stehen zu lassen, aber er hatte die Explosionskraft nicht ausgerichtet. Wenn er nur Moraji hätte töten wollen, war das ein bisschen zu viel des Guten. Wenn mich mein Instinkt nicht täuscht, war das der gleiche Spaßvogel, der das Feuerwerk im Tyrell-Gebäude veranstaltet hatte. Gefährlich, aber trotzdem ein Amateur. Okay. Da war, glaube ich, da war doch noch was, ja. Abgeschlossen. Ach so. Da geht's nicht weiter. Ja, so war das. Okay. Also, die ganze Tür. Da war aber nichts mehr zu holen, soweit ich mich noch erinnern kann. Nein, der Laden ist ausgebombt. Okay. Hast du noch was zu sagen, Kumpel? Sammeln Sie alle Spuren. Hier ist doch nichts mehr übrig, Detective. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal schnell rüber nochmal zum Hachi Butchi. Und machen da nochmal eine Befragung. Der hat nämlich, glaube ich, von der Explosion hier im Brammerein gar nichts mitgekriegt. Soweit ich noch jetzt weiß. Jetzt keine gute Zeit. Vielleicht später wiederkommen. Hachi. Was? Betet der, hat er jetzt eben gerade das Abendessen gebetet, oder was? Da hat er nichts mitgekriegt. Also. Hören Sie! Beschäftigt, wenn Sie kein Lieferant sind. Gehen Sie! Immer diese Ablenkung. Tag ein, Tag aus. Wegen diesem Krach auf der Straße hätte ich beinahe die Augen fallen lassen.
Ich schätze, das wird Thermodesign sein, was da ausbrennt. Was ist mit Moradji? Er hat es nicht geschafft. Sie gehen jetzt, okay? Sehr beschäftigt. Viel Arbeit. Also, dem scheint der Tod seines Kumpels da wohl sehr wenig auszumachen. Ziemlich kühl, so wie die Umgebung der Mann. Was macht Sebastian in letzter Zeit? Sebastian machen dasselbe wie immer. Zentralnervensystem. Sehr wichtig für Dr. Tyrell. Wo finde ich ihn? Er wohnen im alten Gebäude am Ende von Gasse. Badbury Hotel, glaube ich. Sie gehen bis Ende der Gasse. Sie es schon finden. Sie erwähnten Zwillinge. Ja, Luther und Lance, siamesische Zwillinge, wohnen über Moradji. Sie sind Genetikdesigner? Sie warten bis vorigen Monat, kriegen Rauschmiss. Scheiße. Von wem? Vom Big Boss, wer sonst? Fragen Sie sie! Ich keine Zeit mehr verschwenden. Glauben Sie, ich stecke Nase in jedermanns Angelegenheiten? Moradji ist ein DNA-Designer? Ja, er Subunternehmer wie ich. Er witzig wie alte Filme. Moradji Meisterkoch. Soja Tandoori. Zwillinge flippen aus, wenn er kochen. Was ist mit diesem Lance? Was ist das für ein Typ? Er wie Luther, bloß anders. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Wirklich? Einer viel reden, immer Geschäfte machen. Andere ruhiger, viel härter arbeiten. Was für Geschäfte? Er verkaufen dies, verkaufen das. Egal wie Wetter ist. Wie Verkäufer, sehr schwer zu ertragen. Nicht vertrauen, niemals. Hat Lance Runciter etwas verkauft? Wem? Nie von Runciter gehört. Keine Zeit für solche Spielchen. Wollen wir es nur mal riskieren? Tut mir leid, Sie zu stören. Okay, das war's. Alles scheiße. Okay, also, dem scheint der Tod von seinem Kumpel wirklich nicht sehr viel auszumachen. Der ist nur an seinen Augen interessiert. Aber da war doch auch noch was. Wo geht's denn dahin? Ja, Bradbury. Da sind wir doch richtig. Aber wir gehen nochmal ganz schnell zurück. Ich meine, mich erinnern zu können, dass da nämlich noch... Moment. Nein. Also ich kann mich doch daran erinnern, dass damals der Gav kam. Ah, der Typ in der roten Jacke. Weißt du irgendwas über die Bombe, die gerade hier in der Nähe hochging? Eine Bombe? Hey, meine Nummer geht immer ab wie eine Bombe. Hör auf mit dem Scheiß. Ein Mann ist dabei umgekommen. Ach, so ein Pech. Hey, es gibt 8 Millionen Leute in L.A., weißt du das? Und du hast keine Ahnung, ja? Tut mir leid, Mann. Hey, Mann. Okay. Also der guckt mir auch ein bisschen zu oft hier in der Gegend rum. Bombe und so. Ja, gut. Auch wenn Moradji gesagt hat, dass Typ mit Dreadlocks und Typ mit Bart ihn da besucht haben. Aber trotzdem alledem, der ist... Aber, nee, wo geht er da eigentlich hin? Okay. Eigentlich wollte ich den Typ mit der roten Jacke jetzt gar nicht begegnen, weil normalerweise ist nämlich hier auch bei anderen Spielen vorher die Gav, da ist er doch! Hey, ein harter Tag, McCoy. Hey, geh nach Hause und ruh dich aus. Kannst du sicher gebrauchen. Hey, geh nach Hause und ruh dich aus. Okay. Kannst du sicher gebrauchen. Der hat mir nämlich bei anderen Spielen vorher nämlich auch noch ein paar Informationen gegeben, aber jetzt will er überhaupt nicht. Wollen wir zum Bradbury gehen? Zum JF einen Besuch abstatten. Geht da rein. Ja, Aufzug oder Treppe? Was nehmen wir? Nehmen wir mal die Treppe zuerst. Wenn wir Aufzug nehmen, könnten wir eventuell Krach machen. Und wer weiß, was das für ein Typ ist. Nicht, dass wir hier irgendwelche Überraschungen... Guten Abend, JF! Ach ja, seine Clowns.
Das war irgendein total verrücktes Spielzeug. Halb mechanisch, halb organisch. Rep-Technologie auf jeden Fall. Aber fürs aus dem Verkehr ziehen wird mir niemand eine Prämie geben. Das war irgendein total verrücktes Spielzeug. Halb mechanisch, halb organisch. Rep-Technologie auf jeden Fall. Aber fürs aus dem Verkehr ziehen wird mir niemand eine Prämie geben. Jo. Ey, wiederholt sich da. Da können wir rein. Da geht's lang. Da geht's lang. Alle guten Dinge sind links. Sieht sehr unaufgeräumt aus. Ein Billardtisch mit einer OP-Lampe. Macht er da auf dem OP-Tisch seine Operationen? War hier irgendwas zu holen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Da! Was ist das? Moment, da. Ich hatte keine Zeit, ein synthetisches Ei zu essen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mal als Kind ein echtes Ei probiert habe. Es schmeckte wie flüssiger Sonnenschein. Verdammt lecker. Synthetische Eier. Na ja gut, wer weiß, vielleicht kommen wir da wirklich nochmal hin. Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, aber ihr, wer weiß. Aber gut, man kann ja Gesichter, eine Hand, Computer. Kann man da irgendwie, da war doch meine ich auch was da. Mal gucken, was man noch da... mehr nutzloser Kram. Ach so. Schwierig. Alles scheiße. Stopp, Moment. Habe ich da was gesehen? Da. Setze unterbrochenen Druckauftrag fort. Aha. Was passiert? Nix. Und jetzt? Da ist nichts mehr zu finden. Aha. Druckauftrag. Toll. Druckt der da jetzt was aus? DNA-Forschung, Herstellungsdaten. Eine Menge Fachchinesisch, aber ich wette meinen Spinner drauf. Für irgendjemand war es sehr wertvoll. Das kenne ich jetzt auch nicht. Schön, dass wir dieses Let's Play mal wieder machen. Was heißt mal wieder? Ist ja mein erstes. Aber schön, dass ich das Spiel mal wieder spiele. Hier entdecke ich doch wieder Sachen, die ich vorher nie gefunden habe. Und ihr seid dabei. Schön. Also hier gibt es scheinbar nichts mehr zu finden. Hallo? Diverse Undichtigkeiten im Badezimmer. Eine Leiter. Eine Leiter im Badezimmer hat auch nicht gerade jeder. Was war das? Waffe ziehen. Zieh deine Knarre, wer weiß, was das ist. Wenn ich die Waffe ziehe, dann kann ich ja keinen grünen Pfeil. Da. Aha, mach hinne. Ja, da war doch was. Und hoch. Drecksack! Ich kann nichts machen. Scheiße. Das ist genug, Sadik. Genug! Wie hat er uns bloß gefunden, Mann? Einer dieser Design-Subunternehmer muss gesungen haben. Labile Persönlichkeiten, um es milde auszudrücken. Ich hab dir ja gesagt, wir hätten den ganzen Block in die Luft jagen sollen. Das hätte früher oder später nur zu Problemen geführt. Jetzt haben wir ein Problem, Mann. Der da, der ist kein Problem. Der ist eine Gelegenheit. Ich glaube, ich bin Toast. Du bist schwach, mein Freund. Ich hatte sehr viel mehr von dir erwartet. Ich glaube, unser Bruder hört uns nicht besonders gut. Oh doch, er hört uns. Ist es nicht so, McCoy? Wirst du diesen nutzlosen Albtraum aufgeben, Mann? Zur Familie zurückkommen? Er hat keine Wahl.
Hatte er nie. Ein Filmchen. Zeit, um eine Zigarette zu quasen. Lass mich ihn killen, Mann. Nein. Du hast keine Zeit mehr, geduldig zu sein. Guck dich doch an, Mann. Du bist krank. I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. England? Was hat das Ganze mit England zu tun? Glaub mir, der ist nur unser kleinstes Problem. Was redest du da für ein Quatsch? Der Jäger ist gefährlich. Ein Narr sieht nicht den gleichen Baum wie ein weiser Mann. Ich bin aber kein Narr, Mann. Du solltest einfach ein bisschen Vertrauen haben. Ohne Gegensätze kein Fortschritt, mein Freund. Ich kapier nicht, wie du auch nur einem von denen trauen kannst. Wir sind von ihnen manipuliert worden, korrekt? Und jetzt stehen wir kurz davor, herauszufinden, was hinter dem Horizont liegt. Oh. Was ist das denn? Fang mich, wenn du kannst! Lucy! Wie lange bin ich schon hier, Lucy? Woher wissen Sie, wie ich heiße? Ich habe deine Sachen bei Runsiders gesehen. Warst du sehr traurig, als sie die Tiere getötet haben? Sie waren so hübsch und so lieb. Ich habe gehofft, Vater würde es nicht tun. Aber Mr. Runsider hatte die Strafe verdient. Das hat Vater gesagt. Warum? Weil er mich schlecht behandelt hat, als ob ich ihm gehöre. Das tut mir leid. Sind Sie wirklich der Jäger? So wie Vater gesagt hat? Das ist mein Job. Wieso? Was haben Sie gegen uns? Nichts, aber so ist das Gesetz. Würden Sie mir wehtun? Nein, das kann ich dir versprechen. Vater wird bald zurückkommen. Da waren jetzt eben ein paar merkwürdige Sachen gewesen. Erinnerungen. Und von wegen Bruder zurückkommen. Kenne ich jetzt. Doch, kenne ich. Doch. Jetzt kommen die Erinnerungen. Okay. Ich hoffe, ich habe euch jetzt beim Rascheln jetzt irgendwie, oder beziehungsweise beim Zuhören mit meinem Rascheln gestört. Ich habe mir nämlich gerade schnell eine Zigarette gedreht. Ich möchte euch nicht animieren dazu. Raucht nie. Fangt erst gar nicht an. Ist eine Scheißsucht. Okay, zurück zum Spiel hier. Ich will ja hier nicht hier meine persönlichen... Wie waren das? Ich würde mal sagen, ich speichere jetzt erstmal ganz kurz, ganz schnell. Ach, das ist immer ein bisschen umständlich hier. Ich muss hier meine Tastatur immer auf den Schoß legen. Wo waren wir gewesen? 06. So. Tastatur weglegen. Ja. Jetzt muss ich mich hier mal irgendwie befreien. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich jetzt angefangen habe mit diesem Teil des Let's Plays. Ich werde mich mal befreien und dann mache ich mal einen kurzen Break, weil ich glaube, wir haben die 20 Minuten auf jeden Fall voll. Wie war denn das gewesen? Ach ja, genau. Einmal ins Leere klicken und dann bewegt er sich von selbst. Ja, das ist schon eine mühselige Sache, so festgebunden auf dem Stuhl. Ich will zwar nicht sagen, dass ich hier auf Fesselspiele stehe, aber... Also zumindest nicht auf dem Stuhl. Okay, jetzt werde ich doch wieder persönlich. Wo muss ich denn hier hin? Wo war denn das gewesen? Humpelt der dahin? Da muss ich doch hin, meine ich. Ja. Gott, ich werd alt. Ich hab wieder doch einige Sachen vergessen. Ich glaube, jetzt kann er sich befreien. Ja.
Jo, hab ich jetzt wirklich? Ja, ich meine doch, wir haben die 20 Minuten voll auf jeden Fall. Okay, dann machen wir mal kurz einen Break hier mal wieder, ein kleines Päuschen. Ich werde speichern und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf euch im nächsten Teil. Bis nachher, ciao.